Ausgangspunkt meiner Wanderung war das kleine Dorf Hütting im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Von dort aus ging's zur oberhalb liegenden Burgruine, dann weiter hinauf zum Giegelberg, danach durch den Wald zum Zigeunerloch, anschließend entlang des Urdonautalrandes zum Gut Espenlohe, dann wieder durch den Wald am Rabenfelsen vorbei und zurück nach Hütting. Unterhalb vielgestaltiger Felsmassen steht die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts errichtete Hüttinger Kirche. Sie ist dem Kirchenpatron Papst Sixtus II. Geweiht. Steil hinauf geht es zu den Überresten der vermutlich im 11. Jahrhundert erbauten Hüttinger Burg der Grafen von Lechsgemünd, Greisbach. Hüttinger Burg wurde 1246-47 zerstört und kam aus dem Besitz der Pappenheimer in den Besitz der Wittelsbacher, die sie wieder aufbauten. 1417 bis 1422 im Krieg der bayerischen Herzöge wurde die Burg erneut zerstört und ist seither noch als Ruine erhalten. Weiter bergauf gelangt man zum Gestüt Giegelberg von Franz Freiherr von Redwitz. Dessen Vater Eugen war von 1982 bis 2003 Abgeordneter des Bayerischen Landtags. Auf dem als Hochstraße bezeichneten Waldweg geht es weiter Richtung Zigeunerloch. Das Zigeunerloch ist ein mächtiges, bizarres Felsgebilde mitten in einem dichten Buchenwald. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts hausten hier Zigeuner. Als deren Anführer 1699 beim Versuch, aus dem Neuburger Schloss ein Gemälde zu stehlen, auf frischer Tat ertappt, zum Tode am Galgen verurteilt und hingerichtet wurde, verschwand daraufhin die Zigeunersippe aus der Gegend von Wellheim. Die romantischen Felsgebilde bewahren noch heute deren Namen. Musik
Nächstes Ziel der Wanderung ist das Urdonautal, von wo aus in der Ferne der Markt Wellheim zu sehen ist. Durch das sogenannte Wellheimer Trockental von Rennertshofen über Hütting nach Dollenstein floss vor etwa 2,5 Millionen Jahren die Urdonau. An der Stelle des Gutshofs Espenlohe wurde schon vor über 800 Jahren ein Meierhof erwähnt. Auf dem Erbweg ging der Besitz 1952 auf den Freiherrn von Rittwitz über. Der Hof ist heute Sitz eines Sportpferdehandelsunternehmens. Kurz vor Hütting erhebt sich der markante Rabenfels, der durch die Landschaftsformung der Urdonau und die Verkarstungsprozesse der Frankenalb entstanden ist.